Moin, hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast für Mamas im Job. Auch willkommen allen, die auf YouTube zuschauen. Ich bin Petra Abauer von Mama im Job und was ihr hört und seht, ist ein Experiment. Wir möchten nämlich in euer Ohr. Die Inhalte des Lifestyle-Magazins Mama im Job sowie Netzfundstücke und Themen, die es zu diskutieren gilt, möchten wir nämlich künftig nicht nur schriftlich mit euch teilen, sondern sind der Meinung, dass vieles ausführlicher beackert werden kann, wenn man den Podcast-Weg geht. So ganz im Sinne der Radiowerbung, also ich weiß nicht, ob es das überall gibt, zumindest Berliner werden sie kennen, geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Und im Kopf bleiben würden wir natürlich schon gerne. Auf YouTube bin ich übrigens schon länger präsent. Und dass ich da eine Pause eingelegt habe, liegt schlicht und ergreifend an der Technik, weil ich gerne viele Schnitte in meinen Videos habe und mein Arbeitsspeicher das leider nicht zulässt. Ich brauche mal neues Equipment. Und ich bin auch kein Fan von diesen One-Take-Videos, was es heute wahrscheinlich aber werden wird. Jetzt schauen wir mal, wie das in Zukunft laufen wird, ob ich nur Podcasts machen werde oder kombinierte Videocasts und Podcasts oder ob ich nur hin und wieder mal ein Video mit aufnehme und den Rest nur euch ins Ohr labere, das werden wir dann sehen. Wir schauen mal. Reine Podcasts haben natürlich den Vorteil, dass man da auch mal krank und übernächtigt und ohne die Tünche der dekorativen Kosmetik auftauchen kann, aber wer will das schon? Also Video oder nicht, die Frage werde ich heute sicherlich nicht abschließend beantworten. Was ich aber sagen möchte, ist, dass ich jetzt schön den Faden verloren habe. Ja, das ist ja die Premiere, so ist das eben. Also, was ich eigentlich sagen wollte, war der Plan für die Postcards, ja, die Postcards sind auch schön, die Podcasts, ist, dass ich sie etwa um 10 Minuten lang halten wollte, damit ihr sie bequem in der Frühstücks- oder Mittagspause hören könnt oder wenn ihr das Kind vom Kindergarten einsammelt beispielsweise oder aus der Schule, im Auto. Andererseits möchte ich mich natürlich auch nicht selber versklaven. Das ist ja das Schöne am Internet und auch an dem Medium Video und Audio Podcast. Man kann ja machen, wie man gerne möchte. Und ich möchte mir zum Beispiel auch gerne Leute einladen oder per Videochat mit euch teilen. Mit euch deine Leute teilen. Ja, ich merke schon. Also, wie gesagt, es kann nur schlimmer werden. jedenfalls, wenn ich mir hier Leute einlade, dann möchte ich die nicht nach 10 Minuten abwürgen, sondern wenn es ein Thema ist, was wirklich spannend ist, rund um Familie, Beruf, Karriere, Kinder, Lifestyle, Freizeit, was auch immer in unser Magazin passt, dann möchte ich natürlich das auch so ausführlich diskutieren können, wie es seinen Platz fordert. Und man kann ja glücklicherweise immer auf die Pause-Taste drücken. Das heißt, wenn man das abonniert, je nachdem, auf welchem Kanal man das hört, ich werde sicherlich erstmal mit SoundCloud anfangen, werde das Ganze dann aber erweitern, je nachdem, wie es sich ergibt. Wenn wir mehrere Podcasts produzieren, das werdet ihr dann erfahren unter den jeweiligen Folgen. Und da könnt ihr eigentlich überall bequem einfach Pause drücken, ob ihr das jetzt auf eurem iPhone hört oder am Rechner oder wo auch immer. Und dann kann man so Gespräche auch gerne mal in Häppchen hören. Das geht alles, wenn man es denn möchte. Und das, damit ihr das möchtet, werde ich jetzt schon mal sagen, was es hier nicht geben wird. Es wird keine reinen Kinderfragen geben, wie was muss mein Kind in dem und dem Alter können? Welche Kinderkrankheiten sind besonders schrecklich und müssen wir dagegen impfen oder nicht? Dazu gibt es so viele Seiten im Web,
Das ist nicht unser Anspruch, auf solche Themen einzugehen. Aber wenn wir jetzt interessante Webseiten finden, auf die wir unbedingt hinweisen wollen, weil es für die Karriere spannend sein kann, oder dieses Vereinbarkeitsding, was ja so ein Hauptthema bei uns ist, Kinder, Beruf, Familie, wie jonglieren wir das alles so den lieben langen Tag? Solche Dinge werden hier durchaus vorkommen. Bücher, die diskutiert werden sollen, Apps, die berufsliebenden Eltern das Leben erleichtern. Solche Dinge sollen hier rein. Und natürlich Sachen, die Spaß machen, weil so ein bisschen ist das Leben ja doch Ponyhof. Und weil diese ganze Sache keine Einbahnstraße sein soll, freuen wir uns natürlich auch, wenn Soundschnipsel von euch ankommen. Wie ihr das machen könnt, das werden wir unter der Folge nochmal genau sagen. Also ihr nehmt halt irgendwas auf, ihr könnt in euer Handy reden oder welche Aufnahmemöglichkeit ihr auch immer bevorzugt. Und also zwischen einer halben und einer Minute länger sollte das nicht sein, wenn ihr irgendeinen Tipp habt oder irgendeine Frage. Und ich werde vermutlich einen Dropbox-Ordner für euch freiräumen, damit ihr mir das da reinschicken könnt. Beispielsweise, ich schreibe das dann nochmal genau auf. Wir sind ja noch mächtig am Testen und Organisieren und alles ist im Fluss, alles kommt zu seiner Zeit. Es werden auch sicherlich noch diverse Ideen dazukommen und das merkt ihr dann, wenn es soweit ist. Ihr könnt beispielsweise auch unseren Newsletter abonnieren und dann verpasst ihr auch keine Folge und dann bekommt ihr auch mit, wenn es wieder was Neues gibt. Aber bevor ihr mir jetzt hier bewusstlos vom Stuhl kippt oder euch fragt, wann geht's denn jetzt endlich los, geht es dann jetzt auch mal los. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen, was mich sehr inspiriert hat, was ich sehr interessant fand. Und zwar ist das Buch Lean In, Frauen und der Wille zum Erfolg. Das klingt so furchtbar kämpferisch, ist es aber eigentlich gar nicht so sehr. Die Autorin ist Sheryl Sandberg und den Online-Affinen unter euch wird der Name sicherlich was sagen. Es ist nämlich eine Geschäftsführerin von Facebook. Die hat selber zwei Kinder und weiß also, wovon sie spricht. Und ich finde dieses Buch deswegen so großartig, weil sie halt auch dieselben Fehler zugibt, die wir Frauen alle so gerne machen. Aber sie versucht halt aktiv dagegen anzugehen. Und wenn man sieht, wo sie jetzt steht, ist es ihr offensichtlich gelungen. Aber der Weg war auch nicht immer so ganz ohne. Denn also es ist ja tatsächlich so, ihr werdet es kennen, ihr werdet es wissen, wir Frauen, wir sind ja super daran, uns immer selbst ein Bein zu stellen. Und wenn irgendwo Erfolg um die Ecke guckt, zu sagen so, ich bin noch nicht bereit. Dieses und jenes und solches spricht dagegen und es könnte doch jenes und solches Problem geben. Und darum geht es unter anderem in dem Buch. Es ist ja zusätzlich kommt noch dazu, also wenn wir nur schon selber immer sagen, geht nicht, es ist noch ein Eiertanz, weil man heutzutage als Frau immer noch nicht den Anschein erwecken darf, dass man erfolgreich ist oder erfolgreich sein möchte. Weil sowohl bei Männern als auch bei Frauen, also da gibt es eigentlich keinen großen Unterschied, wirken erfolgreiche Frauen immer noch total unsympathisch. Es gibt in Amerika dieses unschöne Wort Bossy. She's bossy. Heißt, also eine schöne deutsche Übersetzung gibt es dafür nicht. Es heißt rechthaberisch, herrschsüchtig, diktatorisch sogar. Dabei handelt es sich eigentlich nur um Frauen mit Führungsqualitäten. Also auch kleinen Mädchen wird schon gesagt, you act so bossy. Und statt anzuerkennen, dass das die Führungspersönlichkeiten von später mal sind. Und wie gesagt, es wird nicht nur von Männern benutzt. Wir Frauen sind genauso schnell dabei, jemanden so zu bezeichnen, in welcher Sprache auch immer. Es kommt oft nicht gut an und deswegen müssen wir halt immer noch so ein bisschen den Eindruck erwecken, wir wären gar nicht so erfolgreich, wie wir eigentlich sind. Es ist ziemlich kompliziert, aber
Sheryl Sandberg hat das alles sehr schön beschrieben und auch die Art, wie sie damit umgeht. Und ja, also man muss nicht alles gut finden, was sie schreibt, man muss nicht alles teilen, aber auf jeden Fall finde ich das eine sehr interessante Betrachtung der ganzen Sache. Und wenn euch dieses ganze, ich stelle mir selbst ein Bein und so weiter bekannt vorkommt, dann lohnt es sich wirklich da mal reinzuschauen in dieses Buch. Was fällt mir gerade noch ein, auch sehr interessant ist, dass Frauen schon bevor sie schwanger sind, Karrieremöglichkeiten ausschlagen, weil sie sagen, wenn ich dann ein Kind habe, dann könnte es ja sein, dass ich das überhaupt nicht mehr handeln kann, wenn ich jetzt viel auf Reisen bin und den ganzen Tag in Meetings sitze und so, wer kümmert sich dann um die Kinder? Und dann diesen Schritt erst gar nicht gehen. Selbst wenn sie erst 7 Jahre später schwanger werden oder gar nicht, kann ja auch sein. Also, wie gesagt, fand ich auch sehr schön, wie sie das geschildert hat und fühlte mich teilweise ertappt, also stellvertretend auch für alle anderen. Dieses Thema wird noch in einem weiteren Buch behandelt, dann auch ein bisschen anders. Und zwar ist dieses Buch von Katrin Seifert, heißt Aus den Hemmschuhen in die Stöckelschuhe und ist so ein 10-Punkte-Programm, was dabei helfen soll, diese eigene Schluffigkeit zu erkennen und in 10 Schritten aus den Latschen in High Heels zu steigen, in die High Heels des Erfolgs. Also die Katrin Seifert, die schreibt auch aus eigener Erfahrung. Die hat sich auch gegen den erfolgreichen Weg entschieden zunächst und hat aber zum Glück ein Schlüsselerlebnis gehabt und coacht mittlerweile Mütter, die vor dem gleichen Problem stehen. Daraus sind auch diese 10 Schritte, dieses 10-Schritte-Programm ist da entstanden. Und eine ausführliche Rezension folgt dann demnächst auf meinem Job. Ich habe die Katrin Seifert nämlich auch interviewt. Eine Mutter, die sich überhaupt nicht hemmen ließ, jedenfalls vordergründig nicht, ist Tamina Kallert. Vielen von euch kommt sie vielleicht bekannt vor aus der Reisesendung Wunderschön. Die läuft immer im WDR, sonntags um 20.15 Uhr. Geht 1,5 Stunden lang und sehr rechercheintensiv, arbeitsintensiv. Und die gute Tamina reist dafür durch die halbe Welt und zwar auch noch schwanger und mit Kleinkind hat sie das gemacht. Und sie hat ihr Betreuungsproblem teilweise dadurch gelöst, dass sie Freundinnen eingeladen hat, die dann auf ihre Kosten mitgeflogen sind und sich in der ganzen Zeit um die Kinder gekümmert haben und das zu stillende Kind ihr dann durch den Dschungel hinterhergetragen haben. Ich hatte mich mit Tamina in Zürich getroffen und Hemmschuhe habe ich bei ihr wirklich nicht gesehen. Auch wenn sie sich natürlich ebenfalls diese typischen Gedanken macht. Ja, man ertappt sich auch dabei, dass man sich immer sofort erklärt. Also ich erkläre mich meistens auch sofort. Sag, aber ich bin natürlich, wenn ich dann da bin, rund um die Uhr da. Ich mache zwar diese Reisen, aber total reduziert. Ich stehe da auch dahinter. Ich wollte das auch reduzieren. Aber man hat sofort, auch teilweise ungefragt, rechtfertigt man das. Ja, ne? Man ist immer wie man das genau, wie man das hinkriegt und warum man das so macht und wie man das abfedert, damit das Kind auf gar keinen Fall Schaden nimmt. Und ja, genau, das alles muss man sozusagen ein formates Gefühl, man muss das sofort parat. Das dazugehörige Interview könnt ihr dann auf Mama im Job lesen. Das habe ich schriftlich online gestellt und den Link findet ihr dann unter der Beschreibung hier. Damit das mit dem Erfolg im Beruf klappt für uns Frauen, ist es natürlich extrem hilfreich, wenn auch Männer ihren Teil an der Familienarbeit übernehmen. Und da freut es uns sehr, dass jetzt gerade deutsche Männer auch fordern von den familienpolitischen Entscheidungsträgern, dass es auch mal Möglichkeiten gibt, flexible Arbeitszeiten für Väter einzurichten, damit man eben die Frauen oder damit sie die Frauen dabei unterstützen können, ihren ambitionierten beruflichen Weg zu gehen oder überhaupt berufstätig zu sein. Das muss ja nicht immer gleich Karriere sein. Da gibt es auch gleich einen Link dazu. Das ist im Spiegel erschienen, der Beitrag von diesen Vätern, allerdings auf Englisch, aber viele von euch können das ja.
Aber in Sachen Beruf, Karriere oder nicht, möchte ich übrigens nochmal einen kleinen Disclaimer hier von mir geben. Ich verurteile keine Mütter, die sich dafür entschieden haben, ausschließlich für ihre Kinder da zu sein. Das ist völlig legitim und letztendlich braucht die Gesellschaft das auch, weil beispielsweise die ganzen ehrenamtlichen Arbeiten in Schulen und Kindergarten, die sind von berufstätigen Müttern oft zusätzlich gar nicht zu leisten. Und da ist jeder dankbar für die Mütter, die ehrenamtlich arbeiten. Ich habe das früher auch getan. Ich habe das in der Form getan, dass ich nicht Plätzchen backen mit den Kindern gemacht habe, obwohl ich einmal auch dazu verdonnert wurde. Das war nicht so ganz der Spaß. Ich habe die Schulzeitung unserer Schule gemacht mit drei anderen Müttern zusammen, die ich mir da ins Boot geholt habe. Und wir haben eine Zeitung gemacht, die Informationen von der Schule zu den Eltern gebracht hat, weil dieser Informationsfluss so gar nicht lief. Und wir haben 16 Ausgaben gehabt, immer zwischen 16 und 24 DIN A4 Seiten lang. Wir haben da wirklich massig Arbeit reingesteckt und eben das alles für lau. Auch wenn man uns, von, natürlich diejenigen, die niemals einen Finger krumm machen würden, unterstellt haben, wir würden uns daran bereichern. Da lache ich heute noch drüber. So viel gearbeitet habe ich danach, glaube ich, nie wieder am Stück und schon gar nicht ehrenamtlich. Aber das ist ein kleiner Exkurs. Ich wollte nur damit sagen, dass ich es völlig okay finde, wenn Mütter einfach nur Mütter sind. Damit haben sie eigentlich genug zu tun. Und also manchen reicht es einfach nicht aus. Es ist schlicht und ergreifend eine Typfrage. Das soll keine politischen Diskussionen hier auslösen. Es ist, wie es ist. Und das Einzige, was ist, ist, dass das Lifestyle-Magazin und dieser Podcast einfach mal halt die berufstätigen Mütter als Zielgruppe hat. Wobei ich allerdings auch schon Rückmeldungen von kinderlosen Frauen und von Vollzeitmüttern bekommen habe, dass sie auch Themen gefunden haben, in denen sie sich wiedergefunden haben. Das freut uns natürlich total, wenn es für alle interessant ist. Now for the fun part. Euch sollte aufgefallen sein, dass am anderen Ende der Erdkugel gerade Fußball-Weltmeisterschaft läuft und die deutsche Mannschaft gleich im ersten Spiel Portugal 4:0 platt gebügelt hat. Ein bisschen Schadenfreude ist dabei. Ja, wieso kommt das jetzt hier vor? Ich weiß halt einfach, dass mittlerweile viele Frauen sich für Fußball interessieren. Und nicht nur für die Jungs, die dem Ball hinterher rennen. Also wir sind Hardcore-Auswärtsfahrer beispielsweise. Wir sind im letzten Jahr 13.000 Kilometer Hertha BSC hinterhergefahren. Ich saß dabei die ganze Zeit am Steuer. Und also ich fahre gerne Auto, sonst würde ich das sicherlich nicht machen. Jedenfalls waren wir so viel unterwegs und haben auch etliches erlebt, dass es nur zwangsläufig wurde, dass ich irgendwann angefangen habe, darüber auch zu bloggen. Und ich blogge keine Spielberichte, das mögen die Menschen tun, die mehr von Fußball verstehen als ich. Ich habe einfach Spaß und die ganzen Randanekdoten und die Atmosphäre und alles, was da so abgeht, sowas kann man finden unter ich habe ein Fußballteam zu supporten.de. Link schreibe ich euch nochmal unten hin, nur einfach für den Fall, dass euch das interessiert. Dieser komische Titel ist einem Lied von Thees Ullmann entnommen, 17 Worte, in dem heißt es unter anderem, ich habe ein Kind zu erziehen, dir einen Brief zu schreiben und ein Fußballteam zu supporten, und dann war der Titel meiner. Ich fand das einfach fantastisch fürs Blog. Und natürlich kommt auch WM darin vor. Und da möchte ich euch in dem Zusammenhang eine junge Band ans Herz legen, die, wie ich finde, einen Ohrwurm produziert hat, der da heißt Weltmeisterzeit. Die Herrschaften kommen aus Hohenlockstedt, das ist in Schleswig-Holstein, ein beschaulicher kleiner Ort. Und die Band nennt sich B206, wie die Bundesstraße, die in der Nähe von Hohenlockstedt langführt. Und also ihr solltet euch das Video echt angucken, das macht total gute Laune. Und ich finde, wie gesagt, es ist ein Ohrwurm, es hat das Zeug zu einem Insider-Weltmeister-Lied. Link bekommt ihr. Ich denke, eine Hörprobe hier einstellen könnte unter Umständen schwierig werden. Also zumindest für die YouTube-Geschichten geht das nicht. Aber mal gucken, vielleicht hänge ich das noch dran.
an den Podcast. Ansonsten, der Link tut es dann auch. So, ist ja jetzt zum Schluss ein bisschen strubbelig geworden. Natürlich habe ich die 10 Minuten nicht eingehalten. Wer mich kennt, der hätte mir gleich gesagt, Mädel, wie kommst du darauf, dass du dich auf 10 Minuten beschränken kannst? Und ja, deswegen hat auch zwischendurch musste ich die Karte wechseln. Egal, für heute ist Feierabend. Ich bin wirklich gespannt, wie das Experiment bei euch ankommt. Feedback wäre super. Ich würde wirklich gerne wissen, was ihr davon haltet und vor allen Dingen, was ihr demnächst gerne für Inhalte hättet. Was sind die Fragen, die euch auf der Seele brennen? Weil wir möchten ja nun nicht am Hörer vorbei produzieren und auch nicht am Gucker. Ihr könnt auch unseren Newsletter abonnieren. Dann kriegt ihr den Podcast immer direkt geliefert und verpasst keine Folge. Ja, und wie gesagt, lasst euch überraschen, wie es noch weitergehen wird. Ich freue mich über Sprachschnipsel von euch. Wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr einen Tipp für uns habt, dann folgt den Beschreibungen, die da unten drunter noch stehen werden. Und ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!